So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Ride Review Video Magazins. Wir sind heute an dem Wildfreigehege und der Greifvogelstation Hellental. Das liegt in der wunderschönen Eifel. Ein toller Weg hier hinzufahren schon mal bei schönem Wetter. Das ist tatsächlich einer der seltenen Besuche in einem Wildpark, wo es nicht regnet oder irgendwie Matschwetter ist. ja, und wir gucken jetzt mal, was hier alles so denn möglich ist, was auffahrt, was nicht auffahrt und erzählen euch dann davon. So, wie ihr hinter mir seht, der ist jetzt gerade Adler Express, der verkehrt nicht aktuell, weil er es nicht darf, pandemiebedingt. Und wenn ihr hin möchtet, ihr müsst nur vorher ein bisschen oldschool ein Formular ausfüllen, was ihr euch zu Hause ausdruckt. Das kann man, glaube ich, auch hier dann erhalten, wenn man keinen Drucker hat, ne? Aber macht das Leben leichter. Und dann gibt es keine Vorabreservierung, ihr kommt einfach hier hin, legt 11 Euro auf den Tresen und dürft rein. Also pro Person, nicht insgesamt. Allgemein 11 Euro. Wir kommen mit 50 Leuten, hier sind 11 Euro. Und ja, ich weiß nicht, wie man zum Wildpark umgeht, wenn es nicht regnet, schüttet, sonst was. Keine Ahnung, man kann da rein. Interessant. Eine Runde noch. Wenn das Gold sein soll, also es sieht mir aus wie Kaninchenfutter. Das hat vielleicht einer hier reingeschmissen. So, wir sind jetzt in den... Wow, jetzt guckt er. Dann drehen wir uns mal so um, dass er im Hintergrund ist. Bei den Vogelvolieren und laufen hier gerade rum. Es sind ziemlich große Vögel in ziemlich kleinen Volieren. Aber wir kennen das auch nicht aus. Aber es ist cool, die halt mal von nahen zu sehen. Ne? Und hier ist so ein kleiner, ja, Rundgang nicht so richtig, aber wir gehen mal ein bisschen rund und ihr seht ein bisschen was von dem, was wir sehen jetzt in den Aufnahmen. Was haben wir denn da? Da sind Wildschweine mit Babys, Frischlinge. Oh, guck mal, wie süß. Und die auch, die großen. Guck mal. So Leute, jetzt gibt es das Coolste, was man hier sehen kann, nämlich Greifvögel. Und Greifvögel sind einfach so cool. Ollen
auch Greifvögel sind noch viel cooler, aber ich glaube, das, was man da eher darunter versteht, ist Eulen und Greifvögel. Ne? Ja. Und wir gucken jetzt noch ein paar Greifis, ihr guckt ein paar Greifis und wir müssen diesmal nicht auf die Autobahn, wie sonst immer, um die am Rand zu sehen oder auf der Landstraße, sondern sie werden uns hier so präsentiert aus den Volären rausgeholt und hier drapiert. Ich habe, glaube ich, mal in der Falkner Show gelernt, die fliegen halt den ganzen Tag nicht, außer die müssen was zu fressen jagen, sonst kostet das alles zu viel Energie, also die würden eh, sonst würden die nur rumsitzen. Und gucken. Machen die ja auch. Also ich muss sagen, dass der Trupp hier vorne sieht halt wirklich aus wie bestellt, nicht abgeholt. Und da vorne sind noch ein paar, die haben sogar ein Dach über dem Kopf, die sind aber auch alle was größer. Aber das seht ihr jetzt alles. Also hier ist ja diese Wiese, wo die Vögelchen an so einer etwas kürzeren und je nachdem wie groß sie sind, Band festgemacht sind und dann frei quasi auf so einem Hocker sitzen oder so. Und die Vögel, alle die hier sind und auch die Adlers, die da vorne im Schlagloch stehen, die haben ein bis dreimal täglich die Möglichkeit frei zu fliegen und können dann entscheiden, ob die überhaupt fliegen und ob wann die zurückkommen. Also das wird hier auch geregelt, das ist mal passiert. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, die sitzen den ganzen Tag rum und machen gar nichts. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, es finden keine Flugshows momentan statt. Aber es gibt unregelmäßige, unangekündigte Flugtrainings, die auch unkommentiert sind. Das ist halt eine der Corona-Auflagen, dass sie keine Show machen dürfen. Aber die müssen die Vögel da trainieren. Und das findet halt während des Betriebs natürlich auch statt, weil es ja dann tagsüber ist. Ja. Es muss, glaube ich, auch wärmer sein, damit die genug Auftrieb haben. Ne? Sonst kommen die nicht hoch, die dicken Dinger. Meine ich. Ganz viel gefährliches Halbwissen in diesem Video heute. Das ist nicht gut. Ich gehe. So. Dann ist nicht gerade noch drei? Das sind drei. Ach da. Das pieselt auch schon. Und? Was ist da los? Noch kleinere Frischlinge.
findet die Mama gar nicht gut. Wie schön die Streifen sind, ne? Dass das mal das wird. Ich hatte nichts mit zu tun. Ja, wie also nichts von das wird. Ja. Es ist eingeschlafen. Passiert. Oh Gott, das ist der schönste Moment in meinem Leben. Dieses Mini-Frischlingchen ist gerade im Stehen eingeschlafen. Jetzt liegt es auch und schläft weiter. Denn es ist umgekippt und wir haben ganz gewartet, dass es umkippt, wenn es einschläft. Und es ist erst so weggerutscht, weil es mit dem Kopf noch auf ein bisschen zur Erde lag. Jetzt ist es umgekippt worden im Schlafen. Und Mutti ist auch weg. Ja. Haben wir einen Greifzahn? Dann nehme ich mir das mit. Oh, was glaubst du, was das schreit? Lecker Spanferkel. So mach ich. Gesagt, die Eifel ist wunderschön. Jetzt kommt der Beweis. Schwenk, 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 schwenk. Wallpaper jetzt auf Instagram. Nein, ich werde da was posten, aber nein. Natürlich nicht nur schöne Landschaft und schöne Spaziergänge und schöne Tiere gucken, sondern zum Beispiel, wie jetzt auch hier rechtsseitig von uns, alte historische Landmaschinen, die hier ausgestellt werden, die man sich alle auch noch angucken kann. Okay, das ist der Forstlehrpfad. Vielleicht habe ich auch Blödsinn erzählt, das sind alte Forstmaschinen. Wobei, da ist ja kein Riesenunterschied. Also Landmaschinen, das ist ja auch Landwirtschaft, ja, oder? Butschi, ich muss ein Foto machen. Mit den Hörnern. Natürlich darf auch in der Mitte die Waldschenke mit Spielplatz nicht fehlen. Und wir checken mal, wie das jetzt hier genau funktioniert. Möchtest du einen Weizen? Oder einen 0,33er Bitburger? Ein Weizen. So, Freunde. Sind wir, glaube ich, halb rum oder was? Ich habe jetzt Kratzer auf der Kamera hier von dem Waschbären. Da vorne ist jetzt die Waldschenke. Und natürlich ein großer Spielplatz mit Spielplatz und aber so ein paar Fahrgeschäften.
Und es ist ein ganz, also es war so ein Karussell, ich glaube Elektroautos und sowas sind da. Und ja, wir machen ein kurzes Sit-in. Ein Eis gibt's auch noch. Und danach gibt's weiter, da gucken wir noch ein bisschen Tiere, ne? Und ihr natürlich auch. Jetzt am Ende unseres Tagesausfluges oder Halbtagesausfluges. Wir sind so gegen 10 angekommen. Jetzt haben wir 2:30 und sind jetzt am Auto. Wir haben eine kurze Bierchenpause gemacht. Also man kann ja auch essen und alles. Man braucht halt nur für die Außengastronomie bei dem Restaurant, was da ist, einen negativen Test. Ansonsten geht es ohne Test und ohne Termin. Das ist ja auch schon, hat der Bro schon gesagt. Und ja, wir hatten einen schönen Tag, das Wetter war super, also nicht zu heiß, nicht zu kalt, schöner Wind. Im Schatten ist es doch noch recht kühl, aber mir soll das recht sein. Und ja, wir haben alle Tiere gut gesehen, war überall was da. Wir konnten sogar noch die unangekündigte Trainingsgeschichte da noch gucken von dem Falken. Das war cool und ja, die Tiere waren auch auf jeden Fall, hatten Bock, Leute zu sehen. Und es war auch angenehm gefüllt, also in dem riesigen, auf dem riesigen Gelände verläuft sich das halt total gut. Es sammelt sich dann meistens so bei diesen Essensgeschichten und so, aber da war das auch super geregelt. Also das war echt ein toller Besuch. Wir waren jetzt, wie gesagt, so 3,5 Stunden ja, hier. Genau, also kann ich nur empfehlen. Das war's, ne? Sag mal tschüss, Schatz. Tschüss. Ich habe übrigens nicht den Longsleeve an, weil mir kalt ist, sondern weil ich mir gestern im Torvaland den Sonnenbrand des Todes auf den Unterarm geholt habe. Was ich so halt auch noch nicht kannte, aber ja, wenn du monatelang irgendwie eingeschlossen warst und nicht vor der Tür warst. Und Sonne gab es im Frühling dieses Jahr auch noch. Ja, schön, das ist jetzt eigentlich, ne? Erst richtige Sonne. Also ja, das war's von uns.
Ihr seid die Kurzen? Nein, wir sind raus. Wie lange machst du das schon? Also ich mach das überhaupt nicht. Wie lange bist du schon mit in diesem Game drin? Das ist ja. Sag deine Verabschiedung. Los, tu es. Wir sind jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Bro und eure Schiff fürs Ride Review Magazin. Selber überlegt der Trottel.